Damit ein herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ruine erkunden. Ich habe heute Dialekt von Russe drauf. Ich weiß auch nicht gerade warum. Aber vor mir Brenjak und rennt hier rum und wird euch weiter sagen, was Sache ist. Ja, Gorbatschow. Nee, ist Wodka, oder? Ist auch egal. Willkommen zur neuen Folge The Elder Scrolls Online und wir sind ja da in diese Ruine in die letzte Folge reingegangen und werden diese Folge diese erkunden. Dann gucken wir mal, was diese gute Larissa hier, ach guck mal, die kennen wir doch, uns zu sagen hat. Ich war noch nie in so alten Ruinen. Ich wette, hier liegen einige brauchbare Sachen herum, die man einfach so einstecken kann. Was habt ihr herausgefunden? Ich habe belauscht, wie die Kultisten über ein Portal geredet haben. Darin ist das Relikt, das diesen ganzen Aufruhr verursacht hat. Ich habe einem Kultisten eine Uniform abgenommen, die er nicht mehr brauchen wird. Sie liegt in der Tasche. Sie könnte euch helfen, an einigen vorbeizukommen, die ich am Leben gelassen habe. Dankeschön, wir dürfen uns wieder verkleiden. Danke. Euch natürlich. Das sollte ne, ich will die töten, es gibt Erfahrung. Warum kann ich da die Dings nicht aufnehmen? Ich töte sie mal. Hä, warum ist hier alles... Ich schon den ersten getötet. Toll. Danke, dass du alles wegwerfst. Den zweiten... Ja, ich helfe dir, ich komme. Meine. Ich dachte schon, der hätte dich vollgekotzt oder so. Ja, ja, gell. Der liegt noch. Was ist denn da? Was geht denn da ab, ey? Du mit deinen Special Moves. Eisenstreitkolben habe ich glaube ich gerade aufgesammelt. Verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. So, und immer die Bücherregale. Ach genau, immer die Bücherregale. Die Bücherregale. Ja. Durchlesen werden wir uns den ganzen Quatsch nicht. Nee, es gab... Es geht eigentlich nur darum, Fertigkeiten zu erlernen. Gab auch kein Dings bei mir, zumindest. Wenn ich wieder ankomme, bist du nicht wieder tot. Stückchen Leben und ein Ahornstab, keine Ahnung. Oh geil, ich habe hier ist ein Kochbuch drin. Bei Meisterschaft des Kochen, ja. Rang 2 bei Versorgen erreicht. Ach, wieso sind die denn so schnell da? Ja, das frage ich mich auch gerade. Naja, mach du da mal, ne? Ja, es gibt nur zwei Erfahrungen wahrscheinlich. Ja, das stimmt, das ist echt. Deswegen. Bleibst du wohl hier, damit ich dich töte? Ich hab immerhin 50 Erfahrungen. Ja, standardmäßig geben die auch 50. Ich hab irgendeine Rolle aufgesammelt. Also, entweder timen wir das besser oder. Ich geh mal rechts lang. Toll, da ist auch schon einer, ey. Lass mich verarschen. Also ich töte hier fleißig. Was ist mit dem los, ey? Der geht da hin und macht einen Schlag. Was ist denn das für ein Vieh, ey? Voll krass. Alter. Gegen das Vieh hast du... Ah, ja, du hast... Ah, soll ich den Problem spoilern oder nicht? Dann nicht. Hat man das vorher schon mal gesehen, das Vieh? Ach so, ja. Warum den Prolog spoilern? Den Prolog haben die Leute ja schon gesehen, wenn sie das... Ja, ich bin mir nicht so sicher, ich weiß nicht. Also am Anfang, also du kämpfst öfters gegen so ein Vieh, das ist einfach nur so ein untoten... Ja, wenn den Prolog vom ganzen Game haben die Leute schon gesehen, wenn wir hier die Folge gesehen haben. Auch wenn ich ihn bis jetzt noch nicht aufgenommen habe. Ja, da wo du aus dem Gefängnis ausbrichst, das meine ich. Ganz am Anfang. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Ne, die Leute haben ja den Produkt schon, wie gesagt, schon gesehen, wenn sie jetzt die Folge jetzt gerade gucken. Ja, naja. Wer ist denn hier? Oh, da liegt ein Buch. Bajots Tagebuch. Also, Leute, wenn ihr die Bücher unbedingt lesen wollt, dann schreibt einfach in die Comments, dass wir das einfach. Ja, genau, dass wir die Seiten anzeigen lassen sollen und dann machen wir das. Ist kein Ding, aber ich glaube nicht, dass das euch so groß interessiert. Die anderen sind vorausgegangen. Guck mal, das ist ein Kollege von dir, der spricht auch so. Die anderen sind vorausgegangen. Die sind an. Sind die anderen weit voraus? Wir werden auf euch warten. Viel Glück! Viel Glück, Kassan! So. Weiter geht's. Magic Hand. Westliche Heilig, du. Oh, schaut. Noch mehr Trübsinn und Tod. Ja, kann. Ja, Gott. Ich kenne eine Abkürzung.
Auch der Typ, der mit uns gereist ist, ne? Okay, ich folge. Ich will aber rechts lang gehen. Ja, Gott. Da kommen Gegner. Dann öffne ich diese Tür für euch. Oh ja, mach du mal. Garzog verderben. Auf geht's. Auf geht's. Da. Ich ziehe meine Waffe. Dabei, dabei. Ich bin weg. Ja. Lasst euch nicht Was? Umbringen. Ich bin weg. Ich bin weg. Lasst euch nicht umbringen. Ganz toll. Ich möchte auch so einen Zauber haben, der uns einfach dann wegbringt. Waren wir hier nicht schon ja, mal? Ja, da haben wir diese TUS umgebracht. Aber wir, haben das... Notiz an Noresee. Okay, ich weiß, wie ich uns retten kann, Liebster. Treff mich an Heroin, über die wir vor 2 Wochen gesprochen haben. Ach, wir so, waren hier aber als Ork. Waren wir hier in der Vergangenheit? Richtig. In der Zukunft? Oh, in welcher Richtung? Nee, in der Vergangenheit, oder? Ach, guck mal. Das baut einfach irgend so ein Vieh von mir. Das war aber in der Vergangenheit, oder? So als Ork da gespawnt sind. Da fallen die Schriften nicht zu lesen, ich glaub schon. Und so erkannten die blablabla. Bla bla. Okay, wollte ich das Schöne noch lesen da? Mindig. Ja. Oh, da ist ein Sack. Tasche. Aua! Hat er dich abgeschossen, oder was? Mir voll vorbei. Wird eigentlich so leicht. Bretonische Gutachtengeschichten, lose Seite. Oh, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ach, gute Nachtgeschichten, oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich habe auch eben Gutachten gelesen, ey. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Gute Nachtgeschichten. Nimm an. Oh. Geht hier so ab? Was ist hier los? Nermo. Ach, der. Klärt mich auf. Ich vermute, dass Vardan gestorben ist, als ich das Portal schloss. Der Körper kann ohne die Seele nicht überleben. Was könnt ihr mir sagen? Die Blutdornen haben mit diesem Welkenstein ein Portal ins Geisterreich geschaffen. Vardan ist auf der anderen Seite und befehligt die Geister, die Orks erschlagen. Er ist dort gefangen, seitdem wir das Portal geschlossen haben. Wie können wir ihn aufhalten? Ohne das bretonische Ritual, das Vardan abgehalten hat, kann nur jemand ohne Seele das Portal durchqueren. Und das seid ihr. Ihr müsst den Welkenstein aktivieren, das Geisterreich betreten und Vardan töten. Okay. Ich bin bereit. Ich bin im Geisterreich drin. Kopfschmerzen, spontan Migräne, spontanes Gehirnbluten. Oh. Kollaps. Da ist er ja, Vardan. Vardan, ich töte dich. So. Warum ist er weg? Ach, der ist in der Wand. Ihr könnt es nicht kann in die Tür rein. Ja, bei mir backt der voll durch die. Aua, ich hab voll weggestoßen, das Basti. Was ist denn hier? Lass den mal rauskommen. Ich kann ihn nicht angreifen. Lass den mal rauskommen. Oh, er ist tot. Und jetzt? Ja, wieder zurück. Immer durchsuchen. Zurück zur Relikt. Ali, den Relikt. Nehmen. Ach, der ist wieder so Headache-Zeug. Doch nicht. Wer muss ich jetzt fragen? Es hat hunderte Orks getötet. Das waren die Kultisten. In den richtigen Händen könnte es das Bündnis gegen Invasoren verteidigen. Ich werde es nicht in die Hände von denen geben, die Orsinium eingeebnet haben. Ich frag mal Lambo, was Sache ist. Dann frage ich mal die andere. Endlich gehört das Relikt uns. Für eine schwere Entscheidung. Ja. Behaltet es und setzt es ein. So eine Entdeckung könnte den Krieg zu unseren Gunsten wenden. Denkt doch nur an all die Leben, die wir retten. Was ist denn Orsinium? Mit diesem Relikt würden es unsere Feinde nicht wagen, ins Gebiet des Bündnisses einzufallen. Keine weiteren Plünderungen des Pakts aus Himmelsrand. Keine Flotten des Dominions in unseren Gewässern. Denkt an den Ozean als Ganzes. Nicht nur an die Welt. Er kann genauso leicht. Das müssen wir tun, um unser Volk zu schützen. Alle von uns. Ich muss darüber nachdenken. Zerstört Lambo, das Relikt. Was hast du zu sagen? Habt ihr nicht die Schreie gehört? Als Danke für den Rat. Die sagt mir, ich soll es vernichten. Das sollte ein Kinderspiel sein. Ihr müsst es vernichten. Händigt es nicht denjenigen aus, die Orsinium dem Erdboden gleichgemacht und versucht haben, meine gesamte Art auszulöschen. Orsinium war einst das Heimatland der Orks.
Die Könige der Bretonen und Rotwardonen haben die lästige Angewohnheit, es niederzubrennen. Wird das Bündnis jetzt all unsere Probleme lösen? Ihr gebt ihnen das Relikt, mit dem sie die Orks im Zaum halten. Wenn nicht jetzt, dann eines Tages. Dieser Gegenstand ist ein Fluch und eine Gefahr für alle. Er kann genauso leicht gegen jeden gerichtet werden, wie Vardan ihn gegen die Orks gerichtet hat. Sofern ihr mich nicht zum Feind haben möchtet, solltet ihr dieses Ding vernichten. Boah, okay. Danke für den Alles klar. Ort. Also die eine sagt, wir sollen es behalten und im Krieg einsetzen. Die andere sagt, wir sollen es kaputt machen, bevor es jemand anders wieder nimmt. Tja, auf der einen Seite sind nur Männer, auf der anderen Seite sind nur Frauen. Also ich finde die Lambo eigentlich relativ einleuchtend. Ich finde es lieber zerstören, falls sie ins falsche Hände gerät. Ja. Ja. Was müssen wir dann machen? Ja. Dann einfach hingehen zerstören. Und dann steht hier... Untersuchen. Behaltet, verbannt das Relikt, ich verbanne es. Das ist, glaube ich, vernünftiger Wünsche. Ja, bevor es wieder in falsche Hände gerät und kaputt und, Freund nannte. So. Was ist mit dir los? Hat ihre Tage oder was? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Wir haben angeblich tausende Soldaten getötet. Und sie hat gesagt, es ist kaum zu glauben, dass ich euch einen Freund nannte. Ist sie behindert oder so? Was müssen wir jetzt machen? Ich spreche mit Häuptlingen. Wenn die Soldaten sterben, da kann ich doch nichts für, wenn die zu schwach sind. Sollen sie mehr trainieren? Die Luschen. Aber echt, ey. Ich bin seelenlos, ich bin aus dem Reich der Toten auferstanden. Was haben die vorzuweisen? Die Luschen. Ja, aber doch, ist schon besser so. Weil nachher lässt sie es einfach irgendwo liegen und dann nimmt sich irgend so ein Toll. Frauen halt, die lassen immer wichtige Dinge die Pflanze da. Liegen, oder Krass. Was? Was ist das denn? Die Pflanze, da siehst du die nicht. Ach so. Ja doch, ich hab den Schatten gesehen. Alter, ich will doch. Ein Vieh, ey. Was? Irgendwie sieht dieser Schatten hier aus wie ein Penis. Welcher Schatten denn? Ich weiß auch nicht warum. Der hier von dieser Säule. Ah ja, also komm. Ja, schon ein bisschen, oder? Ja. Mit viel Fantasie. Das ist eindeutig ein Penis. Warte mal, wo rennt er rein? Wer eigentlich also, ich renne zu Tatskul. Ach, ich habe die falsche Quest aktiv. Ah. Oh. Ich habe die Quest aus dem Startgebiet noch aktiv gehabt. Oh, Eisenerz. Hack. Wo hast du denn jetzt Eisenerz gesehen? Tja, du musst die Augen immer offen halten. Ja, es liegt einfach irgendwo in der Gegend rum. Ja, ist schon weg. Ist schon weg. Ich laufe nicht einfach irgendwo in der Gegend rum. Lauf zur Quest. Denkst du, wär's cool oder was? Denkst du, wär's cool, hä? Verdammt. Küss meinen Arsch. Ich glaube, wenn ich hier lang laufe, ist. Aber weißt du, was wir machen müssen, wenn du tanzt, dann müssen wir dieses tü wiggle wiggle. Ja, genau. Das müssen wir reinbauen, das ist lustig. Wir müssen auch mal Outtakes aufnehmen. Und dann kommt aber auch schneller die GEMA und sperrt das Video, als du Bob sagen kannst. Nein, das ist meins. Oh, verdammt. Meins. Moins. Kennst du noch die Möwen? Ja, Moins. Ja, dann renne ich schon mal zur Quest vor. Hopp. Ich glaube quasi in dir. Ihr habt uns gerettet. Was ist denn der Tatskull hier links? Da hinten. Da steht er doch. Die Sau. Habt ihr euch entschieden, was mit dem Relikt geschehen soll? Ich habe es vernichtet. Niemand wird es je wieder verwenden. Die einzig richtige Entscheidung. Also, dankeschön. Krieg sollte ehrenhaft sein. Es liegt keine Ehre darin, ein solches Ding einzusetzen. Wee. Ihr habt meinen Geil. Stamm und meine Insel gerettet. Dafür stehe ich tief in eurer Schuld. Ja, sollte so. Nice. Ich hatte eine geile Axt. Ach, ist aber zweihändig. Mein Schwert ist aber besser. Eure Taten haben unsere Verwundbarkeit aufgedeckt. Was kommt als nächstes? Ich dachte, mein Stamm wäre sicherer auf unserer Insel. Dieser Angriff der Blutdornen hat mir das Gegenteil bewiesen. Nur ihr und eure Freunde von der Speerspitze konntet mit vereinten Kräften diese Insel retten. Vor Monaten bot mir Sir Lannis an, dem Durchsturzbündnis beizutreten. Worum möchtet ihr mich bitten? Ihr habt mir gezeigt, dass ich Unrecht hatte. Wir brauchen. Ja, auf, komm, rüber. Ich möchte euch bitten, nach Glen Umbra zu reisen und Sir Lannis mein Gesuch für die Aufnahme ins Bündnis zu überreichen.
Ich habe Kapitän Kalin befohlen, euch dorthin zu bringen. Ja, klar, kein Problem. Du alter Hauding, du. Ich werde euer Gesuch, dem Dolch-Durz-Bündnis beizutreten, weitergeben. Na, alles klar. Wo bist du schon wieder hin? So weiter. Nö, hier sind Waffen. Ach so, ja, die kann. Das bringt aber nichts, wenn du die mitnimmst. Doch. Was denn? Kannst dich verwerten. Ja, aber die bringen nichts. Doch, die bringen schon ein bisschen was. So, gehen wir mal hier. Färbertisch. Jetzt cool, hab ich hier noch Farbton. Ach cool, ich habe neue Farben. Ich habe grün. Geil, ich habe grün gekriegt. Wo sehe ich denn meine Farben? Warum sehe ich? Cool, ich habe eine blaue. Ungewöhnlich. Durchwühlerblau. Okay. Yeah, wir machen uns einen. Und wie mache ich das jetzt? Der grüne Ritter! Du klickst auf die Farbe und dann gehst du auf rechts auf die Dingens. Ach da, guck mal. Krass. Ich bin der Ritter von Atlantis. Warum habe ich denn nur eine Farbe frei? Ach, jetzt verstehe ich das. Ich mach violett. Oh, krass. Das sieht ja auch geil aus. Hey, warum kann ich mein mittleres Ding, mein Panzer nicht nehmen, auswählen? Kann ich auch nicht sagen. Was sieht auch sinnig, eine rostige Rüstung hier. Erkundergrün. Ne, ich kann echt nur blau machen. Oh, blau, das blau so und grau. Kostet das was eigentlich? Nee, du musst Errungenschaften freischalten. Wie, das kostet aber nichts, wenn ich das färbe, oder? Nein, nein. Aber die Farben kriegst du, wenn du Errungenschaften freischaltest. Was, wenn ihr eure Ausrüstung färbt, wird sie an euer Konto gebunden. Sobald sie an euch gebunden ist, könnt ihr sie nicht mehr an euch wieder handeln oder per Post versenden. Ja, ist in Ordnung. Was macht er jetzt? Guck mal, ich bin komplett blau. Geil, oder? Was habe ich? Meistererkunder von Glenumra. Ach so. Muss ich erstmal gucken. Weil ich mit meinem Main-Char ein bisschen weiter gespielt habe, habe ich schon mehr Farben. Okay. Ach, guck mal, warum nehme ich eigentlich nicht diese Eisenerzschuhe? 27% mehr Inspiration. Toll, jetzt muss ich nochmal färben gehen. Doch, irgendwo eine Schriftrolle gefunden. Oder? Rezept Sumpfeisen-Ale. Erstmal anwenden. Änderung verwenden, annehmen. Yeah. Optimal. Okay, was kann ich hier noch machen? Was gibt's hier? Hallo. Da sind Waffen. Sehe ich das richtig? Yeah, Mann. Grün, oh mein Gott, sieht so scheiße aus. Da gibt's so einen Spruch, grün und blau schmückt die Sau. Ja. Was kannst du hier? Ugly. Was kannst du machen? Glüh für der Ausdauer. Okay. Ich würde aber gerne mal was reparieren. Ach, guck mal hier. Ja, annehmen. So. Ich würde gerne was verkaufen, was ich nicht brauche. Achso, nee, ich kann ja alles verwerten. Haha. Besser. Okay. Weiter geht's. Moment. Oh Mann, ey. Du in kompletten Grünen. Ja, aber guck, mein Bauchding, das lässt sich nicht färben, gell? Nicht so wie bei dir. Dein Gürtel? Ja, dieser. Achso, ja, es hängt von der okay. Rüstung ab. Also jedes Rüstungsteil ist anders irgendwie. So, besser?
nicht in braun-gelb. Jetzt ruhig in Dings bleiben können. In grün. Wieso bist du denn in blau? Wieso sieht das bei dir so gut aus? Wie sieht das voll armselig aus? Ja. Ja, ich weiß nicht, was du für ein Blau hast, aber ich hab Durchwühlerblau. Bei mir ist das Durchwühlerblau. Ja, geh ich halt in so einen komischen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gelb. Gelb-grün soll das sein. Gut, dann ist wieder Zeit. Würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir weiterreisen nach Glenumbra. Genau. Der blaue Ritter und gelb-grün-gold. Zweig. Ja. Wenn ich Ritter von Atlantis und der Ritter des Baums, des Waldes, das weiß ich. Genau, genau. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.